Herzlich willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute werde ich mal gefordert von Fabian. Ich freue mich sehr. Es geht um ein Flügeltraining, das Fabian vorbereitet hat. Er ist bei uns der Trainer für die Region Zug und Luzern. Das heißt, wenn du von dieser Region kommst, dann wäre Fabian für dich zuständig. Er hat die UEFA-A-Lizenz, ist ein super ausgebildeter Trainer und heute darf ich das Ganze am eigenen Leibe spüren mit einem anderen Trainerkollegen. Wir werden die Übungen durchmachen, von dem her, ja, packen wir nicht lange. Let's go! Nach dem Warm-up mit der Koordinationsleiter haben wir als erstes eine Schnelligkeitsübung gemacht. Dort ist es ganz wichtig, die Pausenzeiten einzuhalten, zwischen 1,5 und 2 Minuten Pause zwischen den Wiederholungen und zwischen den beiden Übungen 3 Minuten Pause. Ziel dieser Übung war es, die Reaktionsgeschwindigkeit zu trainieren und die Ballführung. Okay, und los, aufhören. Wenn ich mir zu mir schaue, zeig mir noch kurz. Sehr gut. Wollen wir knapp noch verbessern? Klasse! Oh, fast da reingegangen. Bei der zweiten Übung geht es um den Schulterblick, um das Offenstehen, das heißt eine gute Körperpositionierung, saubere Ballannahme und dann beim Slalom natürlich mit Tempo durchgehen. Hier kann man auch verschiedene Übungen einbauen und dann vor den Minigoals wird der Trainer entweder links oder rechts erst sehr spät sagen, damit der Spieler sehr schnell reagieren muss, wie auch im Spiel. Dort gibt es immer wieder externe Einflüsse und da sollte man schnell reagieren können. Sehr gut, gut hier. Jeder Schritt, jawohl, ja. Gut. Sehr gut, links. Sehr gut. Blau. Gut. Ja. Sehr gut. Zwei. Sehr gut. Vorne, Hundgang, ja. Ja. Sehr gut. Ball. Ja. Zwei. Sehr gut. Ja. Vorne und go. Jede. Ja. Ja. Gut. Und ihn mit dem Ball. Bei dieser Übung geht es um die Reaktionsschnelligkeit, auch um den Schulterblick und je nach Information auf dem Tablet musst du verschieden reagieren. Wenn du den Flankenball machen musst, ist es wichtig, dass du nach dem 1 gegen 1 den Ball in die Mitte sehr schnell spielst. Und der zweite wichtige Punkt ist, wenn du das 1 gegen 1 offensiv machst, das heißt direkt Richtung Tor, läufst auch nach dem 1 gegen 1 sehr schnell den Abschluss suchen, das heißt so wenige Schritte dazwischen wie möglich. Und ja, komm! Gut. Ja. Gut. Ja, vier. Sehr gut, bitte. Ja. Gut. Jawohl. Ja. Und los. Los. Ja. Gut. Nimm ihn. Jawohl. Sehr gut. Ah. So. Abschluss war nicht so gut, aber Leute, echt eine geile Übung für Flügelspieler, unbedingt auch in das Training integrieren. Danke für die Übung.
Die letzte Übung ist eine sehr technische Übung. Hier geht es darum, eine Gewohnheit zu kreieren, dass man in dieser Situation gute und vor allem auch konstante Abschlüsse hat. 100% Intensität ist wichtig. Annehmen und so schnell wie möglich abschließen. Zuvor noch den Schulterblick. Pro Durchgang kannst du etwa 6 bis 8 Schüsse machen, 2 Sets pro Fuß und dann kannst du auch die Seite wechseln und das Ganze noch mit links machen. Ja, das. Uiuiuiui. Sheesh. Ja, 4. Ja. Ja, 7. Hey. Ja, 1. Ja, 1. Ja, 6. Ja, 3. Ja, 4. Leute, Training fertig. Ich bin kaputt auf jeden Fall, aber waren geile Übungen, hat richtig Spaß gemacht, auch selber mal wieder trainieren. Und wenn auch du hier trainieren möchtest in der Region Luzern oder Zug, unten in der Videobeschreibung den Link abchecken. Ja, die Personal Trainings machen wirklich den Unterschied aus, darum dranbleiben, mehr machen als die anderen, Vollgas geben und let's go. Danke dir fürs Training. Danke dir. Und ich habe gemerkt, ich muss wieder ein bisschen mehr machen.